Und damit herzlich willkommen zurück zu Mario, nee, New Super Mario Bros. Wii. Jetzt wollte ich schon Mario und Luigi sagen, aber nein, das Projekt ging ja zu Ende, wie ihr gesehen habt. Oder vielleicht habt ihr es ja noch gar nicht gesehen, dann unbedingt ansehen, das Finale. Richtig episch, richtig gut gelungen und wir wollen auch heute jemanden auf die Glocke geben und ich habe nicht nachgesehen. Ich tue es jetzt. Ich habe hier nämlich, wie gesagt, die Anleitung liegen und ich glaube, da stehen die Kooperlinge drinnen. Aber nicht beschrieben. Nee. Die stehen hier nicht mit Namen drin. Schade. Dann gebe ich die Frage an euch weiter. Wer ist dieser Kooperling? Ich glaube, das ist Larry? Ich kann mich auf jeden Fall an einen erinnern, mit dem spiele ich sehr gerne in Smash Bros. U. Ne, ein Kostüm für Bowser Jr. Und da ist der gute Larry, der hat blaue Haare. Und ich denke, das ist der gute Larry. Und aus dem Grund, Larry, jetzt gibt's auf die Fresse. 1-Mini-Boss-Tower. Und dieser sieht wie folgt aus. Wir wechseln rüber zur Eisblume, um die Gegner hier wunderbar einfrieren zu können. Im letzten Part lief es ja schon mehr als gut. Wer es nicht gesehen hat, unbedingt ansehen. Verpasst nichts. Gefunden alles. Und dann auch noch ein Memory-Spiel hundertprozentig abgeschlossen. Also ohne irgendwas nicht zu finden. Besser kann es ja gar nicht laufen. Und jetzt sieht es wie folgt aus. Wir brauchen wieder alle 3 Star Coins. Das darf ich nicht vergessen. Und die erste ist zum Greifen nah. Aber irgendwie bin ich zu blöd, auf diesen braunen Klotz zu kommen. Letztendlich hat es ja dann doch geklappt. Da habe ich beide. Das waren 2 perfekte Schüsse, muss ich sagen. Man spammt ja meistens auch nur 2 Schüsse. Die Eisblume ist hier auf jeden Fall eine relativ große Hilfe. Weil damit bekommt man die Knochen trocken eben gut weg von den Plattformen, von den Kronleuchtern. Sehen aus wie Kronleuchter, nur ohne Kerzen drauf. Aber gut, wenn der gute Bowser da Kerzen drauf tun würde, dann wäre das nicht mehr so einfach für den guten Mario, hier die Burg zu erklimmen. Zum Glück ist Bowser in diesem Spiel irgendwie zu blöd dazu, oder in jedem Spiel. Dann gönne ich mir hier ein extra Leben aus diesem seltsamen Block. Und dann möchte ich auf der anderen Seite hoch, denn da drüben haben wir eine Starcoin gesehen. Da beeile ich mich direkt mal, um das. Wir haben eine Starcoin verpasst? Wir haben eine Starcoin verpasst. Jetzt ist die Frage, wo war die? Scheiße. Nee, der erste Tod, der soll noch auf sich warten, bitte. In den Let's Play. Ich habe keinen Bock, jetzt hier schon zu sterben. Ich könnte es natürlich freiwillig machen, um zu überprüfen, wo denn die erste die zweite Starcoin war, aber die finde ich auch so. Also, da muss ich mich nicht umbringen. Und dann gehen wir hinein zum Boss. Das hat wie lange jetzt gedauert? Ja, doch, 2 Minuten. Sind wieder 2 Minuten, die dann sinnlos draufgehen von dem Part, wenn ich da jetzt nochmal rein muss. Auf jeden Fall der gute Larry. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Larry. Wahrscheinlich ist es eh falsch. Der kann Zaubersprüche schießen und sich am Boden fortbewegen und springen. Das hilft ihm nur leider wenig. Weil ich bin schließlich Mario, ich bin Jumpman. Und gegen mich ist bis jetzt noch keiner von dieser Rasse angekommen. Selbst nicht, wenn er springen konnte. Aber er konnte immerhin springen, ohne Flügel auf den Rücken zu haben. Und auch nachdem ich ihn besiegt habe, konnte er noch weiter springen. Noch sehr viele Sprünge. Und zwar zum Endboss Castle. Ein Wiedersehen mit ihnen ist auf jeden Fall hervorsehbar. Ja, keine Ahnung, irgendwie so. Und ja, wir können speichern nach jedem Halbboss Castle. Ich glaube, wir können auch beim Menü. Ja, zwischenspeichern. Gab's damals nicht im DS-Teil. Erst nachdem man das Spiel durchgespielt hatte.
Und ich hole mir jetzt die zweite Starcoin, die ich euch einblenden werde. Und ich denke, ich habe sie. Ja. Kurz vor dem Checkpoint. Das heißt, ich hätte sie gar nicht mehr holen können. Auch wenn ich mich umgebracht hätte. Das wäre dann soweit erledigt. Ein neuer Toad ruft um Hilfe. Ist mir aber vollkommen egal, denn wir gehen jetzt weiter in 1-4. Ein Brückenlevel. Oder vielleicht doch etwas anderes. Ja, das ist definitiv was anderes. Und zwar ist es kein Brückenlevel, wie man es aus dem ersten Mario Bros. Kennt. Nein, es ist ein Unterwasserlevel. Das erste muss natürlich auch hier in der ersten Welt vorgestellt werden. So. Da habe ich tatsächlich im One-on-One einen übelsten Run hingelegt. Den übelsten Lucker-Run. Wohl eher. Weil so viel Glück, wie ich da hatte, hatte, glaube ich, keiner vor mir. Leider. Ja doch, das One-on-One existiert noch. Ist noch hochgeladen. Auf, ich glaube, Ultimate One-on-One. Dürfte das sein. Auf den Kanal. Oder, nee, Community One-on-One. Hieß der Kanal. Und habe ich jetzt schon wieder eine Starcoin verpasst? Warum? Ich verpasse einfach zu viel. Ich bin zu blöd für dieses Spiel. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich hätte vielleicht weitergehen sollen, bevor ich jetzt hier alles zurückschwimme. Jetzt bin ich nämlich schon wieder ganz hinten. Hoch mit dir. Hoch mit dir, Kleiner. Ihr seid mir im Weg. Na dann. Dann schwimmen wir den kompletten Weg eben wieder zurück. Ging ja relativ flott. Im One-on-One haben wir ja keine Starcoins gesammelt. Da musste man einfach nur das Level so schnell wie möglich durch. Aus dem Grund. Ja, ne? Hat man die Level halt trainiert, wie man sehr schnell durchkommt, ohne irgendwas einzusammeln. Ohne irgendwie Zeit zu verschwenden. Welt 3 konnte ich am besten. Leider hat mir das wenig gebracht, denn das One-on-One war in Welt 2 dann zu Ende. Naja. Ich glaube sogar, dass der zweite Part in Welt 2 gar nicht online kam. Aber gut. Aber gut. Hier Muscheln. Was hat die hier? Die haben Geld in sich. Die gibt es, glaube ich, auch in Super Mario 64. Die brauche ich nicht. Hier brauche ich aber einen Cheap Cheap, der mich hier nach oben treibt. Damit ich an die wunderbare Starcoin rankomme. Dankeschön. Den muss man eben einfrieren, das heißt, ohne die Eisblume ist man hier verloren. Dann kommt man da leider nicht mehr dran. So, natürlich aufpassen, dass die Muschel einen nicht verschlingt. Und ich denke, hier muss ich jetzt die Röhre verstopfen, damit ich da dran komme. Schaffe ich das? Tatsächlich. Ich habe es anders auch versucht gerade, vielleicht habt ihr es gesehen. Wahrscheinlich habt ihr es gesehen. Aber irgendwie war ich zu blöd dazu und habe dabei dann meine Eisblume verloren. Aber ist nicht so wild, hier gibt es immerhin wieder eine. So, na dann. Schreiten wir weiter voran. Hier, die Muschel hat, glaube ich, ein One-Up in sich, aber die ist auch ein bisschen gefährlicher, denn die blauen Fische sind Verfolgerfische. Aber das One-Up, das habe ich mir gegönnt. Das wollte ich unbedingt mitnehmen. Und dann holen wir jetzt hier noch ein One-Up mit einem perfekten Dreiersprung auf den Cooper. Nice. So, nun lernen wir wieder eine neue Neuigkeit, Neuerung kennen. Das ist der Goomba auf der Overworld. Komm her, mein Lieber. Das ist nämlich ein Mini-Boss-Kampf und diesen werden wir uns jetzt stellen. Wir müssen die Toads sammeln
und dabei am besten den Goombas ausweichen. Können natürlich auch die Goombas killen. Und sobald wir alle 8 haben, spawnt eine Kiste, in welcher sich ein Toad befindet und dieser schenkt uns jedes Mal 3 Pilze. Mit epischer Melodie. Ich finde, das ist die größte Ohrwurm-Musik, die es gibt. Und so kommt man eben leicht an Pilze dran. Einfach immer die Overworld-Gegner besiegen, die spawnen nach einer kurzen Zeit wieder neu. Wenn man jetzt eben, ich glaube, 3 Level besiegt hat, ist der Goomba wieder da. Und dann gibt es auch immer 3 Phasen. Schwierigkeitsstufe 1, 2 und 3. Da werde ich aber auch nicht alle zeigen. Weil, ja, warum soll ich das tun, ne? Warum soll ich euch alle Schwierigkeitsstufen zeigen? Das wäre sinnlose Zeitverschwendung, sinnlose Partverschwendung und aus dem Grund, ja, machen wir das einfach auf regulären Weg. Ja, okay, es ist wieder dasselbe Spiel. Wirklich? Haben die ja nichts anderes? Ah, okay, okay, ich nehme alles zurück. Anscheinend ist es doch ein bisschen was anderes. Ja, ist was anderes. Hier war nämlich keine Feuerblume gerade. Aber ich bin schon mit der Ausbeute relativ zufrieden. Okay, ich hätte jetzt zwar auch mehr genommen, aber okay, Spiel. Ist okay. Ist okay. Gut. Dann haben wir jetzt eine Kreuzung vor uns. Und zwar können wir jetzt oben oder unten gehen. Ich möchte zuerst das Level unten abschließen, denn das obere ist etwas Besonderes, was es auch schon in New Super Mario Bros. DS gab. Und in DS habe ich die übelst abgefeiert. Und, ja, okay, hier sind ein paar weniger Ideen drinnen als im DS-Teil, aber man ist auch okay. Ist auch okay. Hier sind auf jeden Fall sehr schnell drehende Räder und eine Feuerblume. Und den Koopa-Panzer wollte ich eigentlich aufheben. Naja, jetzt ist er weg. Außerdem eine Star-Coin, die man mit einem guten Sprung erreichen kann oder eben mit diesen Para-Koopas einen guten Sprung auf die drauf oder eben, wenn man eine ein Propeller-Pilz mitnimmt in dieses Level. Eine Ranke, die uns nach oben bringt. Hier können wir auch den Propeller-Pilz gewinnen. Ich hätte... Sei nicht nein. Sei nicht nein. So könnte man ihm jetzt auch die Star-Coins sich nochmal holen, wenn man zu blöd war, sie zu bekommen. So, wir haben schon die Hälfte vom Level abgeschlossen. Hier ist Star-Coin Nummer 2. Ich glaube, da war auch der Checkpoint, oder? Nee, noch nicht. Dann kommt der direkt danach. Wunderbärchen. Da erkunde ich jetzt aber noch ein bisschen mehr das Level. Immerhin kann ja hier... Hier ist die dritte Star-Coin, okay. Gönne ich mir. Und dann bin ich direkt wieder weg. Okay. Sehr seltsam, das Level. Und jetzt bin ich... Jetzt, wie groß ist denn das Level? Das kann ja jetzt gar nicht mehr lang sein. Ich habe ja schon alle 3 Star-Coins. Ja, okay, die Goombas sind fies. Hier ist ein One-Up drin, aber das ist gestört, das zu bekommen. Gut, mit dem Propeller-Pilz wäre es möglich gewesen. Tatsächlich, da hätte ich einfach von unten dran fliegen können und dann hier mit einem perfekten Sprung und dann am Ende den Drill verkacken. Aber egal, wir haben genug One-Ups. Und ich denke, so schnell werden wir keine mehr benötigen. Gut, dann kann es ja weitergehen. Das Castle wartet. Oder eben das obere Level, das Pilz-Level. Here we go. Ja, und dieses Level, meine Freunde. Oh, ich liebe diese Level. Im DS-Teil, wie gesagt, waren die besser. Aber hier sind die auch nicht schlecht. Und ich glaube, im U-Teil kamen die gar nicht mehr vor. Was sehr schade ist, aber... Was will man machen? Hier ist ein Propellerpilz. Für alle, die ihn benötigen. Und dann das, was ich mich noch erinnern kann, auf jeden Fall. Ist das Pilzlevel aus dem DS-Teil. Mit den Pilzen, die sich so komisch ausgedehnt haben. Oh, dieses Level war einfach der Hammer. Oder die Windpilze, die waren auch cool. Wenn man sich auf eine Stelle von den Pilzen gestellt hat, dann sind die genau in die Richtung gewippt. Und das war auch der Hammer, dieses Level. Hat mega viel Spaß gemacht, waren aber auch für den kleinen Ultra damals extrem schwer. Aber dafür haben sie extrem viel Spaß gemacht und ich glaube auch, dass das die einzigen Level waren, bei denen ich damals alle 3 Star-Coins hatte. Einfach weil die so viel Spaß gemacht haben, da immer wieder durchzurennen. Das ist unglaublich. Das Interessanteste daran ist ja,
dass New Super Mario Bros. DS mein erstes DS-Spiel war und New Super Mario Bros. Wii mein erstes Wii-Spiel. Das ist sehr interessant, so als ob das irgendwie gewollt war. Gut, mein erstes Wii U-Spiel war Nintendo Land, aber gut, das war bei jeder Wii U dabei. Und mein zweites Wii U-Game war dann eben New Super Mario Bros. U. Aber das eben auch nur, weil da noch keine anderen Spiele draußen waren. Die Wii U habe ich sehr spät gekauft. Da kam fast schon Returns raus. Ich glaube, ein Jahr danach kam Returns schon raus. Und dann kam auch gleich die Wii U. Dass ich mir da als allererstes New Super Mario Bros. Geholt habe. Das war ein Zeichen, meine Freunde. Das war ein Zeichen. Genauso wie beim DS. Den DS habe ich auch relativ spät bekommen. Ich glaube, ja, damals habe ich mit dem DS meiner Schwester gezockt. Das war ein Pinker. Und ich habe ihm gesagt, gut, du darfst meinen Gameboy benutzen, ich darf deinen DS benutzen. Und dann habe ich mir DS-Spiele gegönnt. Und da war ich dann so im Laden, habe dann so Spiele gesehen, durfte mir eins aussuchen. Und ja, ich habe Mario gehasst, wie ihr wisst. Mario vs. Donkey Kong, der Albtraum meiner Kindheit. Ein grauenhaftes Spiel in meinen Augen. Und dass ich mich da tatsächlich dann nochmal für ein Mario-Spiel entschieden habe. Mario-Spiel entschieden habe, ja. Jetzt habe ich nachdenken müssen, was ich jetzt gerade vorher gesagt habe. Das war Schicksal. Einfach nur Schicksal. Ich glaube sogar, es waren auch tausend andere SpongeBob-Spiele zur Wahl in dem Geschäft. Aber ich habe New Super Mario Bros. Genommen. New Super Mario Bros. DS. Sehr seltsam. Warum auch immer ich das getan habe, ich bereue es nicht, denn wer weiß, vielleicht wäre ich heutzutage ein PlayStation-Nerd, wenn ich mir nicht dieses eine Spiel gegönnt habe. Dieses eine Spiel, das hat alles geändert. Und aus dem Grund, bei seinen Entscheidungen in seinem Leben, da muss man sich eins im Klaren sein, wenn man die falsche Entscheidung trifft, dann kann alles anders kommen. Wow, okay, nicht sterben. Er ist tot. Keine Ahnung, was da oben drin ist, in der Röhre, in der gelben. Vielleicht ja eine Starcoin. Sollte dem der Fall sein, dann ist es leider zu spät. Aber hier haben wir eine Starcoin. Die gönne ich mir. Bei den Swamps. Tatsächlich war dort keines. So, wir können hier oben lang, wir können noch unten lang. Hier oben gibt es ein One-Up. Okay, das habe ich noch nie in meinem Leben gefunden. Aber jetzt gerade. Okay. Und in Super Mario Maker kann man ja auf den Forms einen Spin-Jump machen. Das kann man tatsächlich hier im New Super Mario Bros. Wii oder im U-Teil nicht machen. Funktioniert einfach nicht. Keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Man kann ja auch im Super Mario World Style im Super Mario Maker keinen Spin Jump auf Kettensägen machen. Und aus dem Grund ja sehr seltsam. Aber gut, ich sehe die dritte Starcoin hier auch. Hoffentlich. Die befindet sich nämlich da unten. In der grünen Röhre. Das ist ein. Boah. Okay. Kann man machen. Gönne ich mir. Und dann raus hier. Der erste Koopaling ist dabei zu fallen. Durch die Hand von Mario. Here we go. In das Dunkle der Nacht. So, hier musste man jetzt ja noch vorrennen. Im U-Teil, da musste man an so einer Kanone, die einen auf das Schiff geschossen hat, von denen. Das Vorrennen finde ich tatsächlich ein bisschen epischer. Als dass die Kanone rennen. Und dann ist hier der gute Kamek. Der ein bisschen vorsorgt. Und dann Larry ein bisschen mehr Kampf zum Battlen gibt. Ein bisschen mehr Platz zum Battlen. Aber an sich funktioniert das noch genau gleich wie zu Beginn des Parts. Nur diesmal spinnt er halt ein bisschen seltsamer rum.
Er kann noch jumpen, er kann noch Feuer, Magie schießen. Aber beim nächsten Treffer war es das auch schon mit dem guten Larry. Ich versuche den jetzt einfach mal mit Hilfe der Feuerblume zu killen. Damit wir da mal ein bisschen was Neues sehen. Und dann ist der erste von 7 erledigt. Und wir können zu Peach. Peach, dein Retter eilt dir zu Hilfe. Keine Sorge, Mario ist hier. Los, Mario, spring hinterher! Tja. Das lief irgendwie nicht wie geplant. Jedenfalls, Welt 1 ist abgeschlossen und wir haben alle Sternmünzen in Welt 1 gefunden. Okay, Spiel. Und das nächste Mal geht es hier weiter. Ich glaube, bei Morton dürfte jetzt kommen. Oder Roy? Ich glaube, Roy. Roy war der mit der Brille. Sollte ich falsch liegen, ihr könnt mich ja immer in den Kommentaren verbessern. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö, tschö. Euer Ultra.